Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play VR und mit dabei natürlich der Knotosaurus. Ja. Ja. Es wird immer schöner. So, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt nochmal 3 Folgen Sandbox. Ich weiß, viele haben sich fürs Let's Play Progression gewünscht. Aber ich denke, ich mache das jetzt so. Ihr habt jetzt 3 Folgen Zeit zu entscheiden, was wir progressieren sollen. Weil wir waren uns absolut nicht einig. Da habe ich mir so gedacht, dann lasse ich euch das Ganze entscheiden. Wie gesagt, 3 Folgen habt ihr jetzt Zeit. Und wir machen jetzt nochmal hier ein bisschen ja, Action. Das ist nämlich ein Server hier ohne Hypo, ein Sandbox-Server. Und wir wollen mal gucken, wie lange wir es hier so durchhalten. So, und ihr habt die freie Wahl. Also gebt Gas, ab in die Kommentare damit. So, was wollen wir jetzt nehmen eigentlich hier? Ja, ich weiß unentschlossen. Nicht. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Oh, wir warten kurz. Tja, was nehmen wir? Fleischfresser, Pflanzenfresser? Ich hätte ja gerne wieder Bock auf einen Fleischfresser. Ich meine, der Puerta hätte ich auch Bock drauf, aber bis wir dann, ich meine, da brauchen wir 5 Folgen, bis wir irgendwo ankommen. Scheiße. Was könnte man nehmen? Was könnte man nehmen? Ich bin echt unentschlossen. Wir machen jetzt einfach mal, wir gehen jetzt nochmal Fleischfresser, nächste Folge nochmal irgendein Pflanzenfresser, vielleicht Stego oder sowas. Oder der hier mit seiner Keule hinten dran. Mal gucken. Ja, ich glaube, nimm Spino oder so. Nimmst du den Spino? Ja, ich glaube. Ich nehme den Giga nochmal. Ich mach nochmal Giga. So. Ach, Spino ist auch. Ich finde den Spino so geil. Ja, deswegen habe ich jetzt auch dafür entschieden. Ich nehme ihn. Ich bin drin. So, dann nehme ich den Giga. Ja, leider, ihr seht es, die Sonne geht schon wieder unter. Wir haben immer so ein Pech. Wir nehmen immer zu so einer Zeit auf, wo auf dem Server gerade dunkel wird. Und ich mag das Spiel im Dunkeln eigentlich total rum. Überhaupt nicht. Spackt rum. Ich hänge auch von der Grafik dran. Muss kurz warten. Das hatte ich vorhin aber auch. Das Problem hatte ich vorhin auch ein paar Mal. Ich höre schon welche. Das hatte ich letztes Mal auch, da musste ich das Spiel beenden. Echt? Ja, weil nichts ging. Ja, es scheint irgendwie derzeit ein großes Problem zu sein. Also. Ist nicht gut. Level Design. Note 6. Ich bin nochmal rausgegangen. Was war das? Ja, für so nochmal einen Relock oder so. Ich bin ganz günstig jetzt, glaube ich. Ich muss mal gucken. Ich kann es natürlich jetzt gerade nicht sehen, weil das so hell ist. 412 und 182. Ich renne jetzt einfach mal den Strand lang und gucke, was dann so passiert. Jetzt passt das. Wo bist du? 412? Ja. Minus? Nein, plus. Beides plus. Oh nein, ich bin minus 388. Naja, ich renne jetzt so. Ich renne jetzt hier die Küste lang. Ich weiß ungefähr, wo ich bin. Also 400 wird bei mir kleiner und also ich glaube 397 plus und 170 plus. Beides sinkt. Ja, das ist gut, dass es sinkt. Irgendeiner muss noch singen. Ich muss meinen Koordinatenzettel hier mal suchen. Ich höre das sogar, wie du da an deinem Zettel rumwurschtelst. Ja, ich habe ihn gerade aus der Schublade geholt. Das ist nicht gut. Das will ich nicht hören. Tut mir leid, ich entschuldige mich hier mit alles hört man hier. Entschuldige dich bei meinen Leuten. Oh Mann, wie schön. Ja, ich bin echt unentschlossen. Also viele von euch haben mir geschrieben, wir sollen zum Giga progressieren. Wir sollen das mal versuchen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, 3 Folgen habt ihr Zeit. Und ich schreibe mir das dann einfach altertümlich auf den Zettel auf. Ich könnte so einen Strawpool mal aufmachen einfach. Ah. Der ist tot. Kennst du nicht einen Strawpool? Nein. Da können die online abstimmen. Läuft über Google oder so? Ich weiß es gar nicht. Aber ich müsste da alle Dinos eintragen und so Gott es will, bin ich ein sehr fauler Mensch. Also schreibt das einfach in die Kommentare. Trag doch einfach die Relevanten ein. Und ich weiß also nicht. Jeder will irgendwas anderes. Und dann könnte man quasi alle Dinos eintragen und der die meisten Stimmen hatte, da progressieren wir dann hin. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, schreibt einfach drauf los und dann passt das schon. Ja, noch anstrengender, musst du alles auszählen. Alles auszählen. Ja, das wird schon. Habe ich doch meine Angestellten, Mensch. YouTube Money. Ich bin hier am Triple. Im Triple? Ich gehe jetzt in den Redwood rein. Sehe tote Dinos. Ich weiß auch gar nicht, ist es jetzt eigentlich schon so, dass die Pflanzenfresser jetzt mittlerweile auch Punkte pro Minute kriegen? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon gepatcht worden ist. Welchen haben wir heute? Damit ihr mal gleich wisst, wann wir diese Aufnahmesession hier machen.
Heute haben wir den 26. März 2017. Es genau. ist 23.16 Uhr. Also ich weiß es nicht, ob es jetzt schon drin ist. Kann sein. Es sollte ja so jetzt gepatcht werden, dass die Pflanzenfresser auch jetzt nur noch pro Minute Punkte kriegen. Was ich persönlich ganz geil finde, weil sie nicht weil mehr so auf KOS gehen, also nicht mehr so angreifen. Ne? Weil sie jetzt auch was zu verlieren haben quasi. Weil ansonsten warst du ja in 20 Minuten, warst du ja Schand oder irgendwas Großes. Das könnte das Ganze wieder ein bisschen in die richtige, naja, Balance drücken, sag ich jetzt einfach mal. Weil die sich dann auch zweimal überlegen, okay, ich habe jetzt lange gebraucht für den, ich greife jetzt nicht unbedingt einen T-Rex an, weil ich in 20 Minuten einen neuen habe, was? Also es könnte schon in die richtige Richtung gehen. Hier gab es ein Schlachtfest. Ach, ich sehe immer noch diese scheußlichen Bäume hier, boah. Also jetzt, wo ich Bigfoot gesehen habe, war ich da so ein bisschen verwöhnt, muss ich sagen. Ich meine, die Player-Models hier sind immer noch Bombe, also kann man nichts meckern. Aber so die Umgebung ist nicht schön. Und du hast ja gesehen, was bei Bigfoot möglich ist, ne? Und weiß Gott, ist Bigfoot nicht oben an der Spitze, aber es sah fantastisch aus. Die Nacht sah so fantastisch aus. Die Lichteffekte fantastisch, die Bäume fantastisch. Boah. Und auch Unreal Engine. Was ist hier passiert? Du konntest sogar die Bäume umknicken, also das würde ich mir hier auch wünschen. Dass sie die Bäume irgendwie umknicken können. Ach, so ein Blitz könnt ihr halt auch mal einen Baum einschlagen. Ja. Ein bisschen Feuer und so was. Natürlich nicht die großen Redwoods hier umknicken, sondern, naja, die kleinen. Was ich mich so frage, wenn ich den Giga jetzt so angucke, und ihr habt ja auch der Testmap gesehen, wie klein der Mensch ist. Wie soll der hier durch die Büsche kommen? Diese kleinen Büsche für uns sind ja für den Menschen quasi riesen Tannenbäume, ne? Ja. Was aber eigentlich kleine Büsche sein sollen. Also das wird noch sehr interessant, glaube ich. Wenn die kleinen Menschen hier rumlaufen. Interessant, interessant. Die nächsten Wochen werden, Monate werden wirklich interessant, muss ich sagen. So, ich bin jetzt 205 und 110. Warte hier am Trüppel auf dich. Wo ist denn das nochmal? Das möchtest du nicht wissen. Minus 438 und minus 100. Oh, oh. Wie lange ich da noch hinlaufe? Buffet ist reichhaltig. Ich werde schon mal ein bisschen stänkern. Ja, die Nacht finde ich immer noch schlimm hier in dem Spiel, echt. Aber so schnell werden wir jetzt auch nicht verhungern. Ja, die meisten Leute sind ja leider nur am Triple und am Marsch. Und woanders findet man auch gar keine anderen Spiele. Keine, nur Leichen. Aber Performance ist noch gut, also ich habe jetzt hier 150 FPS mit Aufnahme. Und wir spielen natürlich im Cinematic-Modus. Ja, da haben mich auch einige gefragt, was Cinematic ist. Das ist die Grafikeinstellung nach Ultra, also quasi das Maximale, was in diesem Spiel möglich ist. Und Hypo, natürlich kann man... Hypo-Ultra. Hypo-Ultra. Richtig. Und leider kann man das jetzt hier bei Nachtsicht nicht wirklich sehen. Ich meine, an den Dino-Models sieht man es, aber auch alles nur bei Tageslicht. Also die Stärken kommen bei Tageslicht raus. Die Texturen und so, das sieht doch schon... Das Wasser sieht auch unter sieht schon aus, besser aus, ja. Definitiv. So, wie war das nochmal? Minus 400 noch was? Minus 438 und minus 100. Oh. Warte mal, da laufe ich falsch. Ich muss in die Richtung. Ah, alles klar, ich muss da runter. Ich bin dann irgendwann Folgenende da. Schön. Ich finde den Giga immer auch noch mega geil. Aber Spino finde ich von der Optik cooler. Ja. Ja, der Avaceratops ist immer noch nicht drin. Wie gesagt, den hatte ich ja erst vorgestellt. Den hätte ich sonst sofort gerne mal gespielt. Aber ist noch nicht drin, also noch nicht offiziell. Ich spiele jetzt auch kein Dev mehr, ich spiele jetzt wieder offiziell. Damit ihr Bescheid wisst. Aber der Avaceratops ist sehr klein. Ich glaube, der wird auch nichts ausrichten können, so gar nichts. Ich glaube, der hat auch nur 500 HP gehabt, also One-Hit für alles und jeden. Das ist nicht toll, ne. Hier ist noch ein Redwood. Ah. Ja, jetzt bin ich schon 74 plus. I'm on my way. Aber Durst und Hunger, es geht sehr langsam runter, muss ich sagen. Ja. Du hast jetzt 3 Punkte Trinken erst verloren. Und 20 Punkte Nahrung. Aber das war bei den Fleischfressern, glaube ich, auch nie das Problem. Wirklich ganz entspannt hier. Vielleicht hat er auch wieder irgendwas angepasst.
Ich weiß es nicht. Bei den Pflanzenfressern war das ja, dass du gar nicht mehr gegen anfressen konntest. Das hat keinen Sinn mehr gemacht. Es ging aber auch bei dem Trike ziemlich langsam runter, wenn ich noch erinnern kann. Aber du hast ja keine Chance mehr gehabt. Raptor ist zu Besuch. Hast du da jetzt einen Raptor? Ist gerade zu Besuch. Also, mein Gott, ist gerade ins Becken gesprungen. Ich hab dich gerade gar nicht verstanden. Ja, der war hier gerade zu Besuch und ist gerade ins Wasser gesprungen. Ach so. Du warst zu leise. Entschuldigen Sie bitte. Du bist zu leise. Ich hänge an einem Ast fest. Giga, Giga. Macht immer das, was ein Giga macht. So, nochmal fürs Thumbnail posieren hier. Beim Giga kann ich wenigstens schön dicht ranzoomen. Ja. Das wird geil. So, Thumbnail hat er. Muss ja auch sein, ne? So, ja, schön. Das ist ja deine Hauptaufgabe. Genau. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste an dem Video, das Thumbnail, ne? Schön Clickbait, so muss das sein. Funktioniert ja auch. Noch irgendwas Provokatives in den Titel reinschreiben. UFO gesichtet oder sowas. Hypo-UFO. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ja, Wake. Ich habe Wake gesagt, Alter, geil. So, ich beginne in den Minusbereich vorzudringen. Am zweiten See sind sie alle. Echt? Ich glaube, ich gehe da mal hin. Nee, du bist ja gleich tot wahrscheinlich. Ich bin an einem See jetzt gerade. Ah, ich bin hier an diesem Central Lake hier. Da ist einer hier, der ich fressen kann. Nö. Den Schrei finde ich am geilsten. Dieses oh. Ganz komisch. Hier ist echt niemand, ey. Ich hab schon wieder kein Stamina, verdammt. Guck mal, jetzt geht mir da wieder. Ich muss echt hier einmal durchgehen. Jetzt wird's da wieder. Hä, jetzt wird's. Achso, ja, das muss ja größer werden, na klar. Ah. Super. Jetzt minus 35, also ich brauche noch ein. Ah, oh, das ist ein Schand. Oh, zwei Schands. Oh, shit. Oh, hau hin. Ja, das war's mit mir, glaube ich. Oh, die machen schon Ärger. Die machen schon Stress. Geht schon gut los. Wieder was für den Fight Club. Fight Club. Fight Cut. Fight Club, die war Fight Club. Also, ich bin gleich wieder tot. Ich mach gleich Respawn dann. Vielleicht kommst du bei mir raus. Ach, schade, dass du jetzt nicht hier bist. Das wäre wieder so eine geile Folge gewesen. Zwei Chance und dann geht los hier. Aber ich alleine krieg die nicht. Ja, ich versuche zwei. Das wäre blöd. Oh, die wollen mich. Das gibt's ja gar nicht. Ja, dann geh rauf da. Na gut, dann brauche ich, mach ich Respawn. Ich hab ihn angebissen. Er blutet. Jawoll! Ich bin aber schneller. Ist das mies. Jetzt habe ich kein Stamina mehr, scheiße! Nein! Sieht auch geil aus, ich stehe jetzt gerade im Wasser und siehst nur so einen halben Rücken raus, guckt sich aus wie so ein Sägeblatt. Ist auch geil. So, mal kurz gestänkert und jetzt geht's auch wieder. Ja, ich weiß, das war mies, aber er wird's überleben. So. Angebissen? Ich habe ihn angebissen, so dass er blutet. Jetzt bin ich abgehauen. Jetzt muss ich bloß meine richtige Größe finden. Größe, ach so, hier von der. Wo muss ich denn jetzt lang? Ach, da muss ich lang. Ah, alles klar. Okay, jetzt passt das wieder. So, kurz die Orientierung verloren hier in diesem Kampf auf Leben und Tod. Und auf jeden Fall ein Giga. Also das mit Alt auf der Stelle drehen ist schon fies, also das muss ich sagen, das gab es ja damals nicht und ich fand die Kämpfe dahingehend besser.
weil du den Wenderadius mit einrechnen musst. Jetzt kannst du dich auf der Stelle mit Alt drehen. Das ist schon... Macht die Kämpfe, finde ich persönlich, uninteressanter. Als jeder macht. Ansonsten musstest du immer wieder anbeißen, den Wenderadius beachten. Und jetzt beißt ihn kurz an, drehst dich sofort und beißt ihn wieder. Also das finde ich schon schwachsinnig. Das finde ich echt schwachsinnig, diesen Move. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich fand es früher besser, wo du dich wirklich nur drehen konntest. Dann soll er diesen Move rausnehmen und dann aber das Rückwärtslaufen einführen. Dass du mal wirklich dann mit S rückwärts sich bewegen kannst. Okay, ich bin, glaube ich, tot. Wieso? Weil die fangen nachher mal an zu greifen. Die greifen dich jetzt gerade an? Ja, die schleichen sich schon langsam rein hier. Kannst du kurz lauter reden denn? Die schleichen sich langsam ran hier. Okay. Ich rede eigentlich schon laut, keine Ahnung. Ja, dann ist gut. Ah, du bist doch friedlich. Aber kommen die nächsten 2 Gigas. Stänkerst du denn, oder? Nö, ich stehe und guck. Giga, Emote Call. Yeah. Ich hätte es echt versuchen müssen, die beiden Schanzen zu erledigen. Ich meine, das wäre episch gewesen, hätte ich die platt gekriegt. Aber no chance. Also das wäre ja, unter normalen Umständen ist keine Chance, dann müssen die sich echt dämlich anstellen. Ja, das hätte ich glaube ich nicht hingekriegt. Also wärst du jetzt noch dabei gewesen, hätte ich den Angriff richtig gewagt. Das wäre gleich ganz, ganz cool geworden. Aber man hätte es versuchen können, ja? Ja. Ja, ich meine, wir haben ne, mit 2 Rexen 3 Schanzen kaputt gemacht, aber da waren die auch noch nicht so stark, glaube ich. So, minus 112 und minus 79 bin ich jetzt schon. Oh, ich brauche noch so lange. Ich hätte es machen sollen, dann hätte ich gleich Respawn gehabt. Scheiße. Jetzt habt ihr wieder so einen Wandersimulator hier. Aus dem unendlichen Wald. Ich glaube, ich mache Respawn. Weil ich bin jetzt erst minus 125. Ich mache Respawn. Das dauert mir echt zu lange. Weil eigentlich müsste ich ja in der Nähe... Hoffentlich kommst du auch hier raus. Naja, dann muss ich halt so lange Respawn machen, bis ich da rauskomme. Dann würde ich nämlich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Jetzt finde ich meinen Knopf nicht. So, bis zum nächsten Mal. Das war ja Martin und der Knotosaurus. Tschüss. Tschüss.